Vor knapp einem Jahr habe ich mich für die vollständige Selbstständigkeit entschieden. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus und habe mittlerweile entlang dieses Weges schon so einiges gelernt. Was so meine größten Learnings in dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit waren und was du vielleicht auch beachten musst, wenn du dich selbstständig machen sollst, darum soll es heute gehen. Falls du neu hier bist, aber erstmal hey, ich bin Isabelle. Auf diesem Kanal gibt es regelmäßig Tipps, wie du Social Media ein bisschen nachhaltiger und sinnvoll nutzen kannst und als Content Creator da richtig erfolgreich bist. Ich zeig dir auch ab und zu mal ein paar Einblicke in meine Selbstständigkeit und den Weg, sich selbstständig zu machen und was das alles so für Hürden sind. Falls das Themen sind, die dich interessieren, kannst du an dieser Stelle im besten Falle direkt meinen Kanal abonnieren. Jetzt geht's aber los mit dem heutigen Video. Vor ein paar Wochen hatte ich in einem Vlog von mir schon mal erwähnt, dass Selbstständigkeit online oft so easy und einfach dargestellt wird, die Realität dann meistens aber doch etwas anders aussieht. Die wenigsten von uns sitzen den ganzen Tag mit Laptop am Pool, schlürfen Cocktails und hocken auf Bali, in Thailand oder Co., wo sie kaum Miete zahlen und das Leben einfach great ist. Ich möchte dir in diesem Video daher einfach mal zeigen, was ich im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit so alles erleben durfte, was ich an Erfahrungen sammeln durfte und hoffe, dass dir vielleicht die ein oder anderen Tipps, die ich dir an die Hand geben werde, auch selbst weiterhelfen können. Wir starten direkt mit einem Tipp, den ich super wichtig finde und was für mich, glaube ich, auch vielleicht sogar der Number One Tipp ist, und zwar: Konzentriere dich auf das Wesentliche. Man ist in der Selbstständigkeit so schnell von Aufträgen gelockt oder von irgendwie Angeboten, wo man denkt, hey, da könnte ich jetzt irgendwie in 3 Wochen voll viel Geld machen, wenn ich den Auftrag annehme. Und das sind aber meistens kurzfristige Sachen und man verliert voll oft, also die meisten Selbstständigen haben ja in der Regel irgendwie ein langfristiges Ziel, wo sie sagen, hey, ich möchte vielleicht ein eigenes Produkt rausbringen oder ich möchte einen Kundenstamm aufbauen für XY, und man verliert sich richtig schnell in kleinen Dingen und verliert dann voll dieses langfristige Ziel aus den Augen. Und da muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss. Vielleicht setzt man sich einmal die Woche einen Reminder und denkt, okay, ich blocke mir jeden Montag von 9 bis 9.30 Uhr eine Zeit in meinem Kalender, wo ich mir einfach mal runterschreibe, was ich diese Woche erreichen möchte und wie mich das vielleicht meinem langfristigen Ziel näher bringt. Ich glaube, da ist es auch sehr gut, sich bewusst zu machen, dass man lieber in einer Sache richtig gut sein sollte, als zu versuchen, auf 1000 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Also am Anfang meiner Selbstständigkeit war ich auch irgendwie so ein bisschen, ich habe mich ja recht spontan selbstständig gemacht, falls du das noch nie mitbekommen hast und das das erste Video von mir ist, schau mal hier oben, ich verlinke dir hier ein paar Vlogs, dann kannst du da gerne mal vorbeigucken, da habe ich da schon mal drüber geredet. Jedenfalls, bei mir war es am Anfang so, dass ich irgendwie dachte, okay, ich kann SEO texten, ich kann Fotografie, ich kann Videoschnitt, ich kann Social Media, und ich habe so versucht, mich auf jeden Job zu bewerben und irgendwie alles so gleichzeitig zu machen. Aber dadurch war vieles halt irgendwie nicht so, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was ich machen will. Und dann hatte ich immer schnell keine Lust mehr und habe auch irgendwie mir nicht so die richtige Mühe gegeben, mir da richtig was aufzubauen. Und es hat irgendwie sehr lange gedauert, bis ich erstmal gemerkt habe, okay, dieses Social Media nachhaltig und sinnvoll nutzen und wie macht man das, ist so das Thema, wofür ich wirklich brenne und dieses eine Thema, wo ich richtig Lust drauf habe, und darauf konzentriere ich mich jetzt. Und auch mir fällt das immer noch schwer, mich auf dieses Wesentliche zu konzentrieren, weil ich nebenbei auch zum Beispiel 2, 3 Kunden habe, wo ich regelmäßig Sachen für machen muss. Der eine Kunde ist auch so, dass irgendwie ständig spontan was kommt und dann muss man immer spontan handeln, obwohl man sich eigentlich den Tag für dieses langfristige Ziel geblockt hat, um daran zu arbeiten. Also irgendwie muss man da versuchen, so eine Balance zu finden. Ich weiß, dass das nicht immer super einfach ist, aber einfach sich immer wieder daran erinnern und auf jeden Fall nicht das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren. Etwas, was ich im letzten Jahr immer, immer wieder gelernt habe, was mir immer wieder gezeigt wurde, ist wirklich, dass du auf dein Bauchgefühl vertrauen solltest. Es gibt so viele Meinungen da draußen und jeder hat zu deinem Thema, was du irgendwie machst, eine andere Meinung und möchte dir Ratschläge geben und empfiehlt dir Sachen oder sagt, du solltest Sachen nicht tun. Es ist aber super wichtig, dass du einfach lernst, auf dein eigenes Bauchgefühl zu hören und wirklich überlegst, was will ich eigentlich, wenn man mal alles ausblendet, was die anderen irgendwie sagen und Meinungen von anderen, wenn einem einfach mal alles egal ist und sich einfach nur auf sich konzentriert, dann mal zu überlegen, was will ich eigentlich? Und ich glaube, das ist wirklich so ein unendlich krasser Prozess zu lernen, wirklich auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Aber in der Selbstständigkeit merkt man auf jeden Fall oft, wenn man nicht darauf vertraut hat, dass man es dann im Nachhinein bereut. Wenn du Rückschläge erlebst oder Fehler machst, dann solltest du auch aufhören, dich darüber wochenlang irgendwie aufzuregen und sich selbst schlecht zu fühlen, sondern denk einfach, hey, ich habe da jetzt was völlig verkackt oder ich habe da was falsch gemacht, aber ich lerne daraus und fürs nächste Mal weiß ich, dass ich das nicht nochmal so mache. Ein weiteres Learning meinerseits war auch, dass alles wirklich meistens so kommt, wie es soll.
ich weiß, du kennst das vielleicht auch, dass man irgendwie Situationen hat und man freut sich total, weil man vielleicht potenziell einen neuen Kunden gewinnen kann und dann gibt man sich super viel Mühe und dann klappt das nicht, weil die nicht zufrieden sind oder die absagen aus irgendeinem blöden Grund und man ist einfach so richtig enttäuscht und am Boden zerstört und ich habe mir richtig oft da irgendwie dann ein schlechtes Gewissen gemacht und habe mich schlecht gefühlt und irgendwann habe ich mir einfach so gesagt, ganz ehrlich, das sollte so sein und jedes Mal, wenn mir irgendwie sowas widerfahren ist, sage ich mir jetzt immer, das sollte so sein, in ein, zwei Jahren oder in einer Woche oder wann auch immer, irgendwann in der Zukunft, werde ich zurückblicken und denken, gut, dass das nicht geklappt hat. Im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit wird, glaube ich, auch ein großes Learning darin bestehen, dass du erstmal deinen eigenen Wert kennenlernst und auch merkst, was deine eigene Zeit eigentlich wert ist. Ich weiß nicht, wenn du deinen festangestellten Job vielleicht vorher hattest, dann wusstest du, okay, ich kriege ein Gehalt von 2500 Euro brutto, netto ist das das und das. Und ich glaube, jeder hat sich schon mal ausgerechnet, was das so dann stundenweise ungefähr ist. Und man muss jetzt halt wirklich als Selbstständiger erstmal überlegen, was ist eigentlich ein guter Stundensatz. Dabei muss man überlegen, was da alles an Steuern abgeht, Krankenversicherung, sonstige Versicherungen, Ausgaben, die man hat, all sowas. Das ist ja alles was, was vorher im normalen Angestelltenverhältnis nicht so war. Das heißt, es ist erstmal super wichtig, dass man wirklich lernt, sich damit zu beschäftigen, was ist meine Stunde, meine Arbeitsstunde eigentlich wert. Etwas, das du in der Selbstständigkeit auch ganz dringend ablegen solltest, ist der ständige Drang, sich zu vergleichen. Versuch einfach mal überhaupt nicht darüber nachzudenken, was deine Konkurrenz oder dein Vorbild oder wer auch immer vielleicht im ersten Jahr der Selbstständigkeit erreicht hat. Oder du sprichst mit einer Person, die vielleicht schon 5 Jahre selbstständig ist und die mittlerweile 6-stelligen Umsatz macht und du denkst dir so, ja, und warum verdiene ich nicht mal 500 Euro im Monat? Das sind alles so Faktoren, wo man ständig irgendwie, gerade in der Selbstständigkeit, weil man so auf sich selbst fokussiert ist und einfach so selbst für seinen Erfolg verantwortlich ist, tendiert man, glaube ich, sehr stark dazu, sich ständig zu vergleichen. Aber das ist auch sowas, wo man einfach, glaube ich, lernen muss, mit umzugehen und einfach lernen muss, wenn man so Gedanken hat, dass man einfach denkt, hey, das bringt mir gerade überhaupt nichts. Das Einzige, was das mit mir macht, ist, dass ich mich schlecht fühle. In der Selbstständigkeit muss man sich, glaube ich, auch immer wieder an dem Spruch, gut Ding will Weile haben, orientieren. Die kurzfristigen Sachen sind meistens einfach die, die vielleicht kurz Geld bringen. Danach steht man aber wieder am gleichen Punkt wieder vor und muss sich neue Kunden suchen und muss wieder von Null anfangen. Und man sollte, glaube ich, einfach wirklich lernen, eher langfristige Sicht zu entwickeln für Dinge. Als Selbstständiger muss man da so einen ganz anderen Blick auf Dinge entwickeln und vielleicht auch mal denken, mit diesem YouTube-Kanal zum Beispiel. Ich mache das mittlerweile seit Dezember und habe halt noch keinen Cent daran verdient, weil ich noch nicht mal überhaupt diese Grenze zur Monetarisierung erreicht habe. Wenn ich dieses Video hochlade, habe ich, glaube ich, übrigens gerade die 1000 Abonnenten geknackt, was schon mal die erste Grenze dafür ist. Also mega cool. Aber auch bei diesem Kanal sehe ich einfach langfristig, weil ich denke, in Zukunft, irgendwann, wenn das richtig gut läuft, kann ich potenziell damit Geld verdienen und da auch meinen Lebensunterhalt mitfinanzieren. Und ja, das bringt vielleicht im ersten Moment überhaupt nichts, aber gut Ding will Weile haben. Falls dir meine Inhalte übrigens gefallen und du sagst, hey, die Videos bringen mir voll was, da kann ich regelmäßig was lernen, die würde ich gerne unterstützen, dann schau auf jeden Fall gerne mal in der Infobox vorbei. Da habe ich einen Link zu meinem Steady-Account. Da könnt ihr Content Creator unterstützen und sagen, hey, ich unterstütze sie monatlich mit 2-3 Euro, weil ich ihren Inhalt total cool finde. Also wenn das jemand von euch machen möchte, würde ich mich darüber riesig freuen. Link findet ihr in der Infobox auf jeden Fall. Was mir vorher schon bewusst war, was ich aber in diesem Jahr, glaube ich, extrem wieder gemerkt habe, ist, wie wichtig Persönlichkeit ist. Dass du authentisch bist, dass du einfach wirklich der bist, der du auch bist online und nicht irgendwen darstellst oder versuchst, irgendwen nachzuahmen, sondern sei einfach du selbst. Zeig, dass das, was du machst, dass du dafür wirklich brennst, dass du dafür eine Leidenschaft hast, was das den Leuten bringt, wenn du das hier machst, was auch immer du tust. Also jetzt in meinem Fall zum Beispiel ist es natürlich cool, wenn ihr merkt, ich rede über Themen, die mich auch selbst interessieren, wo ich selbst sage, hey, das ist total cool, da brenne ich, da habe ich Leidenschaft hinter. Das ist halt einfach super wichtig, dass du den Leuten zeigst, hinter dem, was du tust, steckt ein Mensch. Und man sagt ja auch immer wieder, Menschen kaufen bei Menschen. Menschen kaufen nicht bei Unternehmen, sondern Menschen kaufen, weil sie die Menschen im Unternehmen sympathisch finden. Versuch also immer wieder, egal was du machst in deiner Selbstständigkeit, zu berücksichtigen, dass auch du als Person nicht nur dein Produkt super wichtig sind, sondern dass eigentlich viel wichtiger ist, dass du als Person sympathisch, authentisch, nett bist und dass das meiste andere sich dann auch von selbst regelt. Du musst auch lernen, in der Selbstständigkeit erstmal deine neu gefundene Freiheit wirklich genießen zu können. Ich glaube, viele machen sich selbstständig und denken so, boah, dann kann ich meine Zeit komplett frei einteilen und wie geil ist das denn? Und dann kann ich
arbeiten, wann ich will und das klappt alles. Und wenn man dann wirklich selbstständig ist, ist das zumindest bei mir am Anfang so gewesen. Ich wohne zum Beispiel mit meinem Freund zusammen und habe da immer das Paradebeispiel erst angestellt, arbeitet jeden Tag seine 8 Stunden und sitzt am PC und ist diszipliniert. Und ich glaube, wenn man selbstständig ist, dann denkt man oft so, oh, ich habe gar nicht so viel gearbeitet wie andere und oh, ich hätte mehr machen können. Bei den meisten ist es ja auch so, dass sie sich selbstständig machen, weil sie irgendwie so ein bisschen diesem Hamsterrad entkommen wollen und halt ihre Freiheit genießen wollen. Also dann fühl dich nicht schlecht, wenn du diese Freiheit auch mal nutzt und einfach mal einen richtig geilen Nachmittag hast, wo du sagst, hey, heute bin ich nicht erreichbar, heute nutze ich einfach meine freie Zeit, die ich dank der Selbstständigkeit habe. Beim nächsten Punkt kann ich mich selbst direkt mal ansprechen mit dem nächsten Learning, damit ich da in Zukunft auch noch mehr draus lernen kann. Und zwar ist das, dass man sich selbst nicht so extrem unter Druck setzen soll. Ich glaube, jeder, der sich selbstständig macht, neigt zu einem Hang von Perfektionismus und denkt immer, ah, das muss noch besser werden, das muss, bevor ich jetzt ein Produkt auf den Markt bringe, muss das perfekt sein, da müssen 100 Leute drüber geguckt haben und alle müssen gesagt haben, das ist 100% super. Und ich glaube, man muss sich einfach manchmal an diesen Gedanken hängen, besser unperfekt als gar nicht, weil ich glaube, man kann einfach nichts perfekt machen und das ist ja auch immer dieses Learning by Doing, aber man setzt sich so oft unter Druck und denkt so, oh, das muss einfach das Beste der Welt werden, sonst habe ich nicht genug getan und vielleicht habe ich auch heute nur 6 Stunden gearbeitet anstatt 8 und dann fühle ich mich schlecht. Und es gibt einfach so viele Situationen, wo man sich als Selbstständiger richtig unnötig unter Druck setzt. Ich meine, eigentlich hat man sich ja in den meisten Fällen selbstständig gemacht, um nicht mehr diesem Druck der Gesellschaft oder diesem Druck von Arbeitnehmer, Arbeitgeber ausgesetzt zu sein. Und irgendwie ist es richtig dumm, dass man sich dann selbst so unter Druck setzt. Also damit im besten Fall einfach mal aufhören, weil das bringt gar nichts. Als Selbstständiger oder vor allem, wenn man sich gerade selbstständig macht, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Thema immer die Angst vorm Finanzamt und die Angst vor der Buchhaltung. Und mittlerweile kann ich dir sagen, Finanzamt und Buchhaltung, das ist gar nicht so schlimm. Die beim Finanzamt sind tatsächlich nett und helfen einem weiter in den meisten Fällen. Und auch Buchhaltung ist mittlerweile echt einfach, wenn man sich einmal einen Steuerberater gesucht hat, der einem die meisten Fragen schon mal beantworten kann und sich dann noch ein cooles Programm geholt hat, was einen dabei irgendwie unterstützt, dann ist das alles echt nicht schwer und kein Hexenwerk. Auch wenn man keine gelernte Buchhalterin ist, kriegt man das dann hin. Du musst einfach lernen, dir an den richtigen Stellen Hilfe zu holen. Und das Wichtigste ist, dass du immer einen guten Überblick hast über all deine Sachen, die irgendwie Finanzamt, Buchhaltung und Co. angehen. Ich persönlich nutze dafür einfach ein Tool, das heißt LexOffice. Finde ich super cool, weil man da einfach alles direkt reingeben kann. Und ich muss nicht wissen, welche Konten das irgendwie sind, sondern kann da einfach eingeben, also so Stichworte eingeben, dann schlägt er mir automatisch die richtigen Sachen vor. Ich kann da direkt Belege reinziehen und all sowas. Ich habe auch ein Konto bei Kontist, das ist hier jetzt keine Werbung, reine Empfehlung persönlich. Und die beiden kann man zum Beispiel auch synchronisieren. Das heißt, wenn ich bei Kontist auf meinem Konto einen Eingang habe, läuft das automatisch auch in LexOffice auf, was super cool ist. Ich lasse die Links dazu mal in der Infobox. Das sind Affiliate-Links, also wenn ihr euch darüber anmeldet, bekomme ich davon eine kleine Provision, nur als Disclaimer. Aber könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr sagt, ich habe da irgendwie gar keinen Überblick und ich brauche da mal Hilfe. Zu guter Letzt solltest du auch auf jeden Fall in der Selbstständigkeit lernen und darauf achten, dass du dich mal selbst feierst. Du hast den Schritt gewagt, den so viele Leute sich nicht trauen zu wagen. Du hast dich selbstständig gemacht. Du erreichst ständig Dinge. Du arbeitest für dich selbst. Du hast eine eigene Motivation und allein das ist doch wert, dass du dich einfach mal selbst feierst. Wenn du nicht nur dich selbst feierst, sondern auch dieses Video, dann vergiss auf jeden Fall nicht, an dieser Stelle einen Daumen nach oben zu geben. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wenn du sagst, hey, ich bin auch selbstständig, ich habe da auch noch einige Tipps, oder wenn du zu meinen Learnings irgendwelche Erfahrungen beitragen kannst, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten findest du jetzt hier an der Seite auch noch das ein oder andere Video, was dich auch noch interessieren könnte, falls du noch ein bisschen mehr schauen möchtest. Und sonst sehen wir uns ganz bald, hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao!